Stefan, bei deiner Trefferquote benennen sie das nächste Sturmtief nach dir. Boah, das mit dem Sturm hört überhaupt nicht mehr auf. Und wenn du rausguckst, denkst du, boah, da braut sich was zusammen. Nandi, leider kein Bier. Ich habe zu meinem Stefan letztens gesagt, bild mal einen Satz mit Bodensee. Sagt er, ich bin traurig, wenn ich am Bierglas den Bodensee. Der Bodensee, da kann der BVB mal Trainingslager machen, ne, bei der aktuellen Konstanz. Also gegen den BVB, da spielen wir aber hier eine ganz konstante Saison. Gut, jetzt gewinnst du 6-0 gegen Gladbach, ne? Aber das ist wie beim Tennis, ne? Das Ding geht meistens mindestens über 2 Gewinnsätze. Reus und Co., die spielen auch so eine Saison, wie wenn wir aus der Kneipe kommen hier, vollgesoffen, ne? Die schwanken noch. Da gibt es so 2 Szenarien beim BVB, wie bei meinem Duschkopf. Der kann auch nur 2 Sachen. Entweder sabbernde Giraffe oder Großdemo auflösen. Mehr kennen die da nicht. Aber um Zusammenhalt in eine Mannschaft zu kriegen, dass der Brandt und der Zorc sich da nicht die ganze Zeit... Da muss ein Team werden. Ich frage den Rose mal, ob wir vor dem Spiel gegen die Power Rangers aus Glasgow, die Supertruppe, ob wir vorher nicht mal ins Phantasialand fahren. Ja, sicher. Achterbahn, rein da. Der Reus neben mich. Kurz bevor die Achterbahn losfährt, gebe ich dem Reus so 5, 6 Schrauben und sage, ja, das ist jetzt doof. Die sind gerade von meinem Sitz abgefallen. Hermann, weil Kakao auf Bäumen wächst, denkst du auch Schokolade ist Obst, ne? Gibt ja 3 Dinge, die ich in meinem Leben nicht verstehe. Chinesisch, Frauen und Gladbach. Bei Borussia Mönchengladbach, da haben sie Kabine aber zuletzt auch ein bisschen zu oft Wind of Change gehört. Der Eberl weg, der Hütter, der geht ja nicht mehr. Jetzt haben sie neun Eberl hier. Roland, was? Firkus heißt der. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie unser Platzwart, ne? Mit so einem Schnäuzer, Plauze. Wobei ich zu unserem Platzwart auch immer sage, was baust denn hier eigentlich noch die Tore auf? Ich hoffe, dass der Firkus das nicht irgendwann auch im Borussia-Park mal sagen muss. Ja, aber der Firkus ist für eine neue Schlagzeile gut, ne? Mehr Zirkus durch Firkus. Aber wenn die Gladbacher Fohlen, ne, in die Manege lässt, dann musst du aber auch die neue Titelmelodie von Gladbach spielen, ne? Hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Christian! Nur weil du dir heimlich Nivea ins Gesicht schmierst, bist du noch lange kein Geheimniskrämer! Ja, und bei den Bayern, da brodelt's richtig, ne? Da hat der Praktikant, der jetzt Manager ist, gesagt zum TV-Experten, der Nationaltrainer werden will. Also der Brazzo hat zu Matthäus gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, was du hier erzählst. Ne? Da halte ich es ja wie mit dem amerikanischen Präsidenten. Ne? Geht mir bei beiden so. Wenn du keine Ahnung hast, ne, dann machst du mal wie ein Nichtschwimmer. Halt einen Rand. 4-1 gegen Fürth gewonnen. Wenn dich schon über Eigentore freust, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Ne? Wobei der Nagelsmann hat das ja folgendermaßen jetzt gemacht. Der hat ja gesagt, ne, um in den Flow reinzukommen, musst du vielleicht auch die Trainingsübungen in der Einheit vielleicht mal ein bisschen einfacher machen. Ja, der Hütter macht das in Gladbach zum Beispiel, die trainieren gar nicht mehr. Und die Bayern haben jetzt im Training Handball gespielt. Da musst du auch aufpassen, was zum Kimmich sagst. Ne? Du sagst, guter Wurf, aufpassen wegen Nachwuchs und so. Mache ich bei meinen Jungs jetzt auch. Ne? Wir machen Eishockey nächste Woche. Können sich dann schön in der Kabine erstmal alle umziehen, diese ganzen Ganzkörperanzüge. Und dann geht's mit Schlittschuh auf den Platz. Wenn mich der Erste anguckt, fragend nach dem Motto, was sollen die Kacke, dann sage ich, Männer, diesmal ist es umgekehrt. Diesmal fragt ihr euch, welche Sportart wird das hier? Und ich hab Spaß. Patrick! Mach doch mal beim Geschirr abwaschen. Zwischendurch mal den Liegestütz. Dann bist du eine Spülmaschine. Ja, bei der Eintracht heißt es ab jetzt, Kamada is a bitch. Ne? Der Kamada ist ja schuld wegen dem einen Tor. Und der Glasner, der hat den ja vielleicht angemacht auf dem Platz. Danach soll der Glasner angeblich direkt an der Kabine. Und dann gab es eine Ansage. Jetzt mal ohne Witz. Der Glasner macht eine Ansage. Warum hat denn der nicht den Baumgart von Köln rübergeholt und gesagt, mach du mal. Wenn du den reden hörst beim Glasner, ne, da willst du ihm über einen Hustenbonbon geben, weil die Stimme nicht weiß, ist er Olivia oder Oliver Glasner. Hört sich das an, wenn der in die Kabine... So, Männer, ich muss ihm was sagen, wenn wir nochmal mit der Eintracht... Tut mir leid, ich müsste gehen. Der wird demnächst Synchronsprecher, der Glasner, und dann vertont er bei Ice Age den Sid. Kevin! Boah, der ist so hohl, der verkauft seine Bibel gerade bei eBay und hat schon 10 Gebote. Stefan, bei deiner Trefferquote, bitte! Nochmal. Ach, Scheiße.
Hermann, solange du denkst, ne? Das. Jetzt habe ich vergessen. Wie hört's nicht, dass, wenn der Ding. Ja. Wir sind Bibi und Tina auf Sabrina und. Nee, was scheiße, wie geht der? Wir sind Bibi und. Die Hühner da. Was ist rausgefallen? Ach. Na, die Hühner, ey. Kein Bock mehr. Hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Das hört sich auch wie ein Frauenporno, ey.